Hallo zusammen und seid schön gegrüßt von meiner Couch mit Ben und Jerrys Decke und Ben und Jerrys Box. Denn ich habe Post bekommen von Ben und Jerrys und wenn man Post von Ben und Jerrys bekommt, da kann man sich denken, dass es ja cool wird, nicht hot. Was hier drin ist, könnt ihr euch denken, es ist ja wahrscheinlich Eis. Ich habe Eis von Ben und Jerrys zugeschickt bekommen. Wieso, weshalb, warum, sei mal egal. Trotzdem muss ich kurz euch hier sagen, ich kann euch nicht sagen, wie an dieses Eis einfach kommt. Das habe ich halt jetzt einfach bekommen und dann ist auch gut so. Ihr findet es sicherlich auch im Supermarkt. Es sei auch an dieser Stelle gesagt, wenn ich hier, weil hier ist wahrscheinlich, heute ist nämlich Valentinstag, hier ist wahrscheinlich das Love ist alles drin, was mir Liebe bereitet. Und wenn ich jetzt hier so in die Richtung gucke, sehe ich auch irgendwie sehr schöne Beine, die mir heute wahrscheinlich Liebe bereiten werden. Und trotzdem... Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich war gerade so ein bisschen abgelenkt von den Beinen in der Strumpfhose da vorne. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Komm, wir packen einfach das Paket auf. Ich habe einen kompletten Faden verloren jetzt hier. Ihr findet das Eis auch im Supermarkt sicherlich. Genau, ich wollte darauf zu sprechen kommen. Hier wird das neue Love Is drin sein, vermute ich. Und dazu wird es natürlich auch ein Video geben. Und sei euch versichert, wenn mir das alles nicht schmeckt, sage ich es trotzdem, auch wenn ich es in diesem Falle hier nicht bezahlt habe. Wobei, indirekt habe ich es schon bezahlt. Ihr wisst ja, schaut mal in meine Playlist. Ihr seht, dass ich hunderttausende Aufrufe für Ben & Jerry's Eis habe oder 200.000, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich denke, ich habe genug gearbeitet, um dann auch mal ein bisschen Eis zu bekommen. Vielleicht ist das der Grund, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Was jetzt hier der genaue Grund ist, wir schauen es uns jetzt einfach mal an, was hier so drin steckt. Okay, hier ist noch ein Paket drin. Aha, hier unten ist eine Styroporbox drin. Aha, die holen wir jetzt hier einfach mal raus. Da wird das Eis wahrscheinlich drin sein. Ich möchte übrigens unbedingt dieses Ben & Jerry's Klebeband haben. Das wäre mal total geil, wenn man so Pakete mit Ben & Jerry's Klebeband verschickt. Liebes Ben & Jerry's Team, wenn ihr mir dieses Video anguckt, was ich hoffe, allerdings nicht weiß, ich möchte dieses Klebeband haben. Bitte schickt mir dieses Klebeband. Ich will es haben. Ich bezahle es auch. So. Also was hier drin ist, schauen wir uns gleich an. Jetzt gucken wir erstmal, was hier drin ist. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so mit gerechnet. Also nicht so ganz. Man munkelte, dass es eine Art Valentinsüberraschung auch geben könnte. Die 10. Ben & Jerry's Decke, oder was ist das hier? Ah, schaut da mal her. Eine Ben & Jerry's Kuh-Decke, unter die ich mich jetzt gleich legen kann. Die riecht aber gut nach China-Ware. Peace, Love and Ice Cream von Ben & Jerry's. Eine Kuscheldecke, die ich mir einfach mal hier über meinen Schoß... Oh, jetzt habe ich hier das Ding hier zugedeckt. So. Achtung, unbezahlte Werbung, Val Diesel. Löffel von Ben & Jerry's, sehr cool. Es gibt ja bald ein Snackpaket, da packen wir auch einfach mal noch einen Ben & Jerry's Löffel rein. Das Gewinnspiel werdet ihr dann bald aber sehen. Was haben wir noch hier? Nein, eine Schüssel? Hoffentlich eine, die ich noch nicht habe. Alter, sehr geil. Ben & Jerry's Eisschüssel. Vielen, vielen Dank an Ben & Jerry's. U-O-O-Gun. Sehr geil. Eine richtig schöne Eisschüssel. Und ich glaube, die Frau an der Kamera freut sich gerade noch mehr, bei dir Eis daraus essen zu können, als aus irgendeiner anderen. Sehr, sehr geil. Ja, super. Dankeschön. Bei Ben & Jerry's wollen wir Liebe teilen, sei es die Liebe zum Eis oder die Liebe von einer Person zu einer anderen. Wir haben das Gefühl, dass die Welt jetzt mehr denn je für die Liebe einstehen muss. Daher haben unsere Flavor-Gurus mit viel Liebe eine neue Sorte kreiert. Es ist eine brandneue Butter-Karamell-Eiscreme, welche wir lieben, mit einer Handvoll pinken Herz-Chunks, die oben drauf gestreuselt wurden. Wenn du dich also durch diesen Becher gräbst, denk daran, wie stark Love ist, auch wenn es nur ein Löffel ist. Ja, sehr cool. Ja, mega cool. Vor allem die Schüssel. Ist natürlich mein Highlight. Ich habe noch die Teller aus New York damals und so und auch zwei, drei andere Ben & Jerry's Schüsseln. Ich habe leider schon einen Becher auch kaputt gemacht. Finde ich sehr, sehr cool. Ich liebe dieses Wolkendesign davon. Das ist einfach cool. Geil. Finde ich sehr, sehr schön. Decke ist halt die fünfte oder so, die ich habe. Geht immer auf jeden Fall auch. Was wollte ich sagen?
Ach ja, ich brauche jetzt hier, kommen wir mal zum Eisgemachten, nicht zum Eingemachten. Und schneiden jetzt dieses Paket hier auf. Und da drin, wenn ihr mal Eis zugeschickt bekommt und ihr loses Trockeneis haben solltet, Finger weg davon. Ihr müsst nicht, wie ich, gleich einen auf Renegade machen und damit rumspielen. Trockeneis kann man sich nämlich übel dran verbrennen. Weil das minus 80 Grad kalt ist. Gefrorenes CO2, also Kohlendioxid, das ist das, was ihr ausatmet. Das steht übrigens in euren Mitochondrien. Und tatsächlich. Zwei Becher Ben & Jerry's Love ist dampfend herauskommend aus minus 80 Grad kaltem Trockeneis. Das sieht doch wohl mal richtig schön aus. Und da sage ich an dieser Stelle nur sehr, sehr geil. Dankeschön an Ben & Jerry's. Und ja, das Ding muss man jetzt leider noch recht lange unangetastet lassen, denn es ist steinhart aufgrund des Trockeneises. Das kann man nichts mit anfangen. Es ist... Vielleicht hört ihr das. Es ist wirklich steinhart. Das muss ich jetzt erstmal irgendwie akklimatisieren lassen. Und ich möchte euch aber noch was Schönes mit Trockeneis zeigen. Bitte nicht nachmachen. Was man so Schönes mit Trockeneis machen kann. Es muss immer ein bisschen Spielerei sein. Das ist jetzt hier schönes CO2, was herauskommt. Und ich sag mal, es muss halt einfach sein. Diese kleinen Spielereien mit Trockeneis. Aber ihr lasst das lieber. Ihr dürft es wirklich nicht lange anfassen. So, das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich vielleicht mit diesem tollen Blick hier. Love is und Trockeneis, was wir jetzt hier einfach so rumwabern lassen können. Das sieht dann irgendwie so stylisch aus. Okay, schön, dass ihr dabei wart. Und freut euch schon mal auf das Testvideo. Bis bald und ciao.